Der offizielle YouTube-Kanal des FC Hansa Rostock. Von Fans für Fans. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie recht herzlich zu unserer heutigen Pressekonferenz begrüßen. An meiner Linken, Herr Bergmann, der das FC Hansa Rostock hat. An meiner Rechten, Sven Lange. Ich denke mal, nach dem heutigen Morgen, als es hier fürchterlich geregnet hat, habe ich schon gedacht, oh Gott, was das wohl hier wird. Aber wieder mal hat der Malchow Wettergott ein Einsehen gehabt. Wir haben hier über 90 Minuten ein schönes Fußballspiel gesehen. 1047 Zuschauer. Vielen Dank schon mal dafür. Jetzt zum Spiel. Ich übergebe das Mikrofon an Herrn Bergmann, der Gästetrainer hat das Wort. Bitte etwas lauter. Ich werde es versuchen. Ja, zum Spiel. Ich habe natürlich keine guten 90 Minuten gesehen, sondern wir haben vielleicht gute 10, 15 Minuten gehabt, wo wir das eigentlich so umgesetzt haben, was wir wollten. Wir wollten früh attackieren, wir wollten gar nichts hier aufkommen lassen und sind ja auch relativ schnell mit 2-0 in Führung gegangen. Und dann hat man es ja gesehen, dass einfach nur ein oder zwei lange Bälle gereicht haben. Einmal zum 2-1 und dann machen wir doch wieder das 3-1, dann wieder aus einer relativ naiven Situation heraus, wieder ein langer Ball, wieder nicht nur an einer Stelle, an zwei, drei Stellen inbilde Fehler und dann das 3-2. Und so haben wir natürlich den Gegner immer wieder Möglichkeiten gegeben, ins Spiel zu kommen und sich stark zu machen. Und wir haben uns da total verunsichern lassen und haben insgesamt dann keine gute Leistung gezeigt. Und insgesamt hinten sehr unsicher gewirkt und das hat sich das ganze Spiel durchgezogen und wir sind heute mit dem blauen Auge da vorne gekommen. Danke. Vielen Dank. Ja, für uns war es ja wichtig in unserer Situation, dass wir vor dem Spiel so rangehen, dass wir unseren Zuschauern eine gute Leistung zeigen, gerade nach dem letzten Auftritt gegen Alt-Lüdersdorf war das unbedingt notwendig. Die Gefahr besteht natürlich, wenn man gegen einen Drittligisten spielt, dass man hier mal ganz kurz eine Wusche kriegt. Es fing auch nicht gut an mit dem 1-2-0, aber wir haben dann Folgendes gemacht, was wir von den Jungs auch gefordert haben und was sie auch sehr gut umgesetzt haben. Sie haben absolut den Kopf nach oben genommen und haben dann gemerkt, dass sie in der Lage sind, auch nach vorne zu spielen. Haben immer wieder diese Sachen umgesetzt, die wir vorgeben, ganz einfach den Björn in die Räume zu schicken. Und es wurde dann eben mit diesem Halbzeitstand belohnt. In der zweiten oder in der Halbzeitpause habe ich dann nochmal gesagt, Männer, ihr habt jetzt in den vorigen 14 Minuten gemerkt, dass hier einiges geht. Und wenn wir die Leistung von der ersten Halbzeit bestätigen und noch eine Schippe drauflegen, dann ist auch mehr drin. Ne? Und wenn wir ganz ehrlich sind, nach hinten heraus, haben uns sicherlich gegen Hansa Rostock sehr gut verkauft, aber wir haben unheimlich viele Torchancen liegen lassen in der zweiten Halbzeit. Ich habe 6 gezählt. Und wenn wir dann natürlich ein bisschen ausgepuffter sind, ein bisschen konzentrierter sind, dann machen wir vielleicht das eine oder andere. Und dann ist natürlich eine riesen überraschende Möglichkeit gewesen. Letztendlich muss ich meiner Truppe ein großes Kompliment machen fürs Auftreten. Sie hat über 90 Minuten alles gegeben, nach unseren Möglichkeiten, kämpferisch sowieso. Und was für uns wichtig war, ist eben der Fakt, dass wir uns auch viele Möglichkeiten spielen haben. Ich wurde eben draußen gefragt nach der Leistung von Hansa Rostock. Da habe ich ganz klar gesagt, also dass der Malchow SV was für getan, dass Hansa in diese Situation kam im Abwehrverhalten. Es ist ja nicht so, dass sie die Bälle hinten verschleudert haben. Also sind wir als Mannschaft für positiv zuständig gewesen. Und für uns geht es ganz einfach jetzt darum, dass die Jungs jetzt mitkriegen, mit dieser Leistung, dass es in der Oberliga noch geht. Und wenn wir, ich sag mal, diesen Kopf reinkriegen und diese Energie, die wir heute ich sag mal, hingelegt haben, mit nach Hürtürbeln nehmen und in die andere Partien, dann bin ich absolut sicher, dass wir diese Klasse halten. Und ich habe auch den Jungs gesagt in der Woche, wenn letztes Jahr um diese Zeit haben wir 2 Punkte gehabt, jetzt haben wir einen. Und dieses Spiel heute gegen Hansa Rostock hat uns absolut in die Karten gespielt. Sie haben eine sehr gute Leistung gemacht, die Jungs. Und sie können sich trotz des Ausscheidens ein bisschen feiern lassen. Aber jetzt geht es eben darum, wirklich die nächsten Partien in der Oberliga so anzugehen, dass wir ein paar Punkte bekommen. Und wie gesagt, die Atmosphäre, die Organisation vom Spiel sehr gut. Auch die Zuschauer, auch die Hansa-Fans, muss ich ganz eindeutig sagen, sehr korrekt sich verhalten. Und ich glaube, es ist ein guter Tag für Malchow SV gewesen.
Und jetzt sollten wir die nächsten Aufgaben gemeinsam und in Ruhe angehen, dass wir diese Klasse halten. Haben sie ihre Zielstellung erfüllt, die sie vorgenommen haben. Und es ist immer wieder so, ob in der dritten oder in der fünften Liga, in der Ruhe liegt die Kraft. Und da wünsche ich meinen Kollegen wirklich alles Gute und uns auch viel Erfolg für die nächsten Aufgaben. Danke. Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen seitens der Presse? Keine? Dann wünsche ich einen schönen Nachhauseweg, alles Gute, noch ein paar gemütliche Stunden hier in unserem VIP-Bereich. Ein schönes Wochenende, alles Gute und bis zum nächsten Mal auf dem Leichhauer Live-Podcast. Dankeschön.